Willkommen zurück zur Coverage der Deutschen Meisterschaft 2019. Die Top 64 Spieler haben eben eine Runde bezwingen müssen, mussten nochmal sich durchsetzen. Wir haben es ja vorher schon gesagt, es ist jetzt K.O.-System. Es ist also quasi egal, wie es bisher gelaufen ist. Jetzt geht es um alles. Wir haben wieder zwei Leute, die sind von uns eingesprungen, nachdem ein anderes Feature-Match nicht wollte. Wir haben nämlich gerade so ein bisschen Favoritensterben erlebt. Wir haben gesehen, Joshua Schmidt ist rausgeflogen, Jonas Koschl ist rausgeflogen, Typhoon Bayraktar, der deutsche Meister vom letzten Jahr, ist auch rausgeflogen. Die haben alle gesagt, ich habe jetzt die Punkte für diesen Top-8-Wettkampf. Am Vorabend oder am Vortag der Europameisterschaft, jetzt muss ich nicht mehr weiterspielen, deutscher Meistertitel nicht ganz so relevant. Ja, Typhoon wollte ihn, glaube ich, verteidigen. Die anderen haben gesagt, ich bin jetzt damit einverstanden, ich kann jetzt aus dem Turnier raus. Die zwei Jungs sind meines Wissens nach nicht so weit vorne dabei bei diesem Top-8-Punkte-Race. Das heißt, für sie geht es wirklich um den Titel des deutschen Meisters. Wir holen mal die Spieler rein. Wir haben hier auf der Seite den Nico. Hey. Servus. Nico, wie läuft es bei dir so? Ja, alles gut, ne? Top 32 jetzt, hätte ich nicht erwartet. Hättest du nicht erwartet. Dreh dich mal ein bisschen in die Kamera, damit Leute dich sehen können. Ja. Wie war dein Tag 1? Also hast du dann gemerkt, okay, es läuft einfach diesmal oder war das ein bisschen durchwachsen und hast dann Tag 2 plötzlich alles gewonnen? Ja, ich habe eigentlich so gut wie gar nicht testen können. Aufgrund der Arbeit, Freundin, erstmal schöne Grüße an meine Freundin. ja, kaum testen können, neues Deck in die Hand genommen und es lief gut, stand 7-0. Ja, hab's jetzt den Tag 2 und dann auch in die Tops geschafft, passt. Okay. Und hattest du dann auch ein paar Losses oder bist du fast unbesiegt durchgelaufen? Hab dann 2 Niederlagen gehabt, passiert, ja. Ist halt so, aber hat ja gereicht. Also. Okay, konntest dich dann auch quasi wieder fangen, konntest dich wieder motivieren und du bist ja auch einer von den vielen Jungs aus Team Eamon Games. Habt ihr euch denn zusammen großartig vorbereitet? Ja, wurde zusammen viel getestet. Wie gesagt, ich war da nicht so involviert, weil ich halt nicht so viel Zeit hatte, aber habe trotzdem wertvolle Informationen mitgenommen. Okay. Wie fühlst du dich jetzt hier im Feature-Match zu spielen? Meinst du, es hat einen großen Einfluss oder sagst du, nein, Nerven sind bei mir ganz locker? Ja, noch ist alles gut. Mal schauen, wie es aussieht, wenn dann das Spiel losgeht. Denk mal, das wird dann schon ein bisschen anders. Okay. Wir drücken dir die Daumen. Ja. Dann setz dich bitte, finde Platz ein. So. Dann bist du dran. Es tut mir leid, wir haben gerade alles so schnell gemacht. Sag mir nochmal, wie du heißt, bitte. Stefan Kopp. Stefan Kopp, danke. Komm noch einen halben Schritt rein zu mir. Super, danke dir. Wie war dein erster Tag gelaufen? Mein erster Tag war sehr gut. Also ich bin eigentlich reingegangen mit der Einstellung, ich bin mit meinem Deck nicht so ganz zufrieden. Okay. Ich spiele jetzt einfach mal mit und schaue, wie es läuft. Mhm. Hab dann mein drittes Game verloren und danach ohne Niederlage durch. Ja. Okay, und warst dann im Grunde selbst überrascht, in Anführungszeichen? Hast du dann gesagt, das muss jetzt irgendwann mal anders laufen oder hast du irgendwann gesagt, ach nee, es ist einfach mein Wochenende, ich laufe jetzt durch? Ich war eigentlich, also nach dem ersten Tag dann war ich sehr überzeugt davon, weil ich hätte ja dann tatsächlich noch 2 Spiele verlieren dürfen am zweiten Tag. Mhm. Und dementsprechend mein Ziel war es von Anfang an eigentlich nur den Top-Cut zu erreichen. Das habe ich jetzt geschafft. Also wenn ich jetzt noch weiterkommen ist schön und wenn nicht, dann... Du bist also immer zufrieden, egal wie es jetzt ausgeht. Aus welcher Gegend kommst du? Bayern. Ja, gut, das haben wir, glaube ich, gehört. Ja. Aus welcher Ecke von Bayern? In der Nähe von Nürnberg. Mhm. Also Königstein heißt mein Dorf. Das sind keine großen Städte in der Nähe, also die meisten werden es nicht kennen, aber... Okay. Aber noch Nürnberg, also noch Franken? Nee, Oberpfalz. Oberpfalz, naja, sonst hätte ich jetzt die Daumen gedrückt, aber... Nee, alles gut. So, wir müssen euch einmal umsetzen, habe ich eben gehört, tut mir leid. Nico, bitte auf den blauen Bereich, Stefan, bitte auf den roten Bereich. Ja, einmal kurz wechseln für euch zwei. Das machen wir jetzt. Vorher können wir noch ganz kurz würfeln, wir machen das gleich in Ruhe, keine Sorge. Ihr habt schon gewürfelt. Wer von euch beiden darf anfangen? Stefan darf anfangen, wir richten jetzt nochmal den Tisch, wir finden kurz raus, wer wo sitzt. Aber wir haben zwei Jungs, die haben noch ein bisschen Zeit zu killen, die haben auch coole Statistiken für euch. Deswegen gebe ich ab an Sebastian und Leonard. Da wären wir dann auch schon wieder. Top 32 haben wir jetzt erreicht. Wie ihr eben schon gehört habt, es gab ein paar kleinere Schwierigkeiten, dass wir überhaupt ein Feature-Match zustande bekommen haben. Ja. Aber wir haben jetzt endlich zwei Spieler gefunden, die sich dann da an den Tisch gefunden haben. Und, wo der Olli es eben schon angekündigt hat, gucken wir uns doch eben nochmal das Top 32 Bracket an. Das ist nämlich ziemlich interessant. Wow! Und da habt ihr es jetzt auch schön auf eurem Screen. Ihr könnt sehen, was da noch für Spieler so sind. Jetzt ist es tatsächlich da. Und da sehen wir oben in der Ecke. Also erstmal finde ich ganz interessant, hier auf der Deutschen Meisterschaft tatsächlich 32 Spieler aus Deutschland im Top-Cut in den Top 32, also 100%. Ja. Schnelle Mathematik. Und dann gucken wir mal, was wir da noch für Namen haben. Eben schon angesprochen, die großen Favoriten, die sind eben wirklich gestorben. Also ja, das stimmt. Absolutes Favoritensterben. Richtig, aber wir haben natürlich wir auch haben ganz viele gute Namen dabei. Gute Namen, ja. Nicht die absoluten Top-Leute wie ein Jonas Koschl, ein Typhoon Bayraktar oder ein Joshua Schmidt, aber
Ach, aber will ich gar nicht sagen. Wir haben Leute wie... Schieß los. Tom Fierguts, ja. Michael Arndt. Wir haben hier Nico Salai, den kennt man auch in unserem Feature-Match. Wir haben Dinka Bui, ja, also ein Riesenname noch. Wir haben Jack Wärmer immer noch drin. Spielt gegen Kian Shabazi tatsächlich. Das ist auch ein großes Match in dieser Runde. Wir haben Sebastian Zimmermann auch noch drin. Wer schon öfter mal Yu-Gi-Oh! Streams guckt, der wird den Namen mittlerweile auch absolut kennen. Ja, dann haben wir auch noch ein Berliner Battle quasi zwischen Matthias Dirksen und Wolf Lechte am zweiten Tisch. Die wollten wir eigentlich auch featuren, aber da gab es ein bisschen... Die wollten nicht so richtig, da mussten wir dann uns ein anderes Match suchen, aber die beiden battlen es da auch noch aus. Allgemein auch noch mehrere Berliner Spieler dabei, zum Beispiel Johannes Urbricht, auch aus Berlin. Ja, sitzt gegen den habe ich mal gespielt, ein Featured-Match tatsächlich. Siehste, und spielt gegen Etienne Ita, jemanden, den du auch ziemlich gut kennst. Ja, den kenne ich auch von meinen Locals tatsächlich und natürlich auch von vielen Regios, der zieht immer wie ein Gott. Und auch interessante Paarung, die wir dann noch haben. Maurice Rodenburg, der allseits bekannte Schattenspieler, ist tatsächlich auch geschafft bis in die Top 32. Und er spielt gegen Daniel Bondarenko und das war ja eigentlich die Schneewittchen-Story von Düsseldorf, weil der Junge hat da sein erstes Turnier gespielt, hat einfach ein paar Salmon-Grade-Karten in die Hand gedrückt bekommen. Der war das, der Top 8 war. Genau, genau. Und ist dann da einfach Top 8 gekommen und jetzt kommt er zur deutschen Meisterschaft und Hallihallo, da ist er schon wieder im Top-Card. Ja, der sollte weiterspielen, der Junge. Der das würde ich auch das sagen. Ordentlich drauf zu haben. Absolutes grundsätzliches Talent da bei ihm. Natürlich, wir haben einen dicken Namen vergessen. Schieß Tobias los. Sommerfeld. Natürlich, eben der noch ein Berliner. Sieger aus Düsseldorf. YCS 2. Ja, das wird immer so ein bisschen in Vergessenheit gebracht, genau. Aber der Junge hat einen YCS-Titel zu seinem Namen und unterstreicht das Ganze hier auch noch wieder mit einem Top. Ja. Und spielt bestimmt wieder Sky Striker, oder? Der Junge spielt schon eine ganze Weile Sky Striker, kann ich dir sagen. Und ja, er spielt auch heute wieder Sky Striker. Ja, da gab es auch so ein super witziges Meme, wo er dann die YCS-Trophäe in der Hand hatte, bei diesem coolen Bild, das man immer bekommt, bei diesem GIF. Und er total unexcited geguckt, ja. Der sah aus, als hätte er absolut keine Lust da drauf. Das ist ein bisschen bezeichnend für ihn, weil wirklich, das ist es öfter so. So sieht er häufig aus, kann ich dir sagen. Dann stand da drunter, was ein Jahr Sky Striker Mirror Matches mit einem machen. So, aber ich denke mal, wir haben jetzt genug gequasselt. Wir können jetzt in dieses geile Game reingehen und gucken, was die Spieler da am Tisch anstellen. So, wir sind wieder da. Tatsächlich habe ich diesmal nicht vergessen, dass ich reden muss. Ja, und da sind beide Decktypen auch schon auf dem Bildschirm aufflammend. Ja, und die Live-Points sollte man... Da sind sie doch gefixt. Alles perfekt. Ja, Hammer. Und wir sehen, wir haben ein Salamangreat Mirror Match jetzt für diese Runde. Aber da sieht man gar nicht so viel Salamangreat. Man sieht eher drei Set. Ne? Es könnte auch Altergeist sein. Ja. So. Oh, und das ist aber symbolisch für die Liste, die uns hier Stefan mit an den Feature-Match-Tisch gebracht hat, weil er spielt tatsächlich extrem viel Backrow. Er spielt einerseits... Feierlicher Schlag im Main Deck. Ja. Und aber auf der anderen zwei tatsächlich sogar natürlich. Und auf der anderen Seite hat er sich nicht nur entschieden, zweimal Rage oder Roar zu spielen, sondern er spielt sowohl Rage als auch Roar zweimal. Ja, und wir haben hier echt ein absolutes Brickfest, kann man sagen. Gucken wir uns das doch mal an. Nico auf seiner Seite hat nur einen Spinny, mit dem er arbeiten kann für 1000 punchen. Und beide haben Ash Blossoms. Ja, und das Ding ist nämlich, da ist eine Ash Blossom gegenüber des Phantasmas, das Nico hat. Und Nico riskiert nicht. Da bin ich nicht begeistert von. Twin Twister, Discarded Twin Twister. Eieieiei. Jetzt haben wir Ash Blossom und Doppel Impermanence auf der Hand von Stefan. Oder im Spiel. Ich glaube, das eine ist ein Cold by the Grave. Ja. Auf dem Feld liegen da derzeit verdeckt. Foxy kann jetzt excavaten. Das wird geashed. Das wird wahrscheinlich gecallt. Ich kann die Ash tatsächlich verstehen an dem Punkt. Ja, weil da ja bis jetzt nichts ist, womit der Stefan spielen konnte. Und jetzt ist es wichtig. Kommt auch noch eine Karte? Oh, Rage ist natürlich nicht schlecht, aber hilft ihm nicht direkt ins Spiel zu kommen. Oh Gott, er hat die Ash gebanished. Er wird jetzt vielleicht auf Baelings Reincarnation Link gehen. Und wenn dann der Phantasmal kommt, dann kann er den nicht ashen. So ist es. Und das ist so wichtig für den Nico, dass er den nicht ashen kann. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen komisch, aber ich habe fast Gänsehaut am ganzen Körper. Diese Situation finde ich so super. Die Dynamik, die da gerade entsteht aus diesen beiden Brickhänden. Jetzt kommt der und jetzt aktivieren nicht Ash. Wird er versuchen. Er wird es nicht versuchen. Sehr gut. Aber für den Nico jetzt wirklich so wichtig, weil er eben die beiden Phantasmen hat. Jetzt kann er einerseits den einen ohne Probleme beschwören, aber andererseits eben auch den anderen wieder wegmischen, den er da jetzt nicht gebrauchen kann in der Situation. Ja, und vor allem kann er vielleicht endlich mal nützlich Karten ziehen. Das ist natürlich auch ein guter Punkt. Und da sehen wir schon eine nützliche Karte, die ihn da anlächelt in der Grafik. Ja, das Gazellchen. Da haben wir den jungen Hüpfer, der da die Und der kann seine Ash nicht benutzen, der Stefan.
Das ist bitter für ihn. Und auch im nächsten Zug wird er sie eben nicht benutzen können. Das ist nämlich genau das Ding. Die Gazelle, die da kommt, die wird ordentlich reinknallen, kann man schon fast sagen. Auf jeden Fall, das ist nicht untertrieben. Er hat tatsächlich anscheinend eine nicht so gute andere Karte nachgezogen, denn laut unserer Info hier... Hat er tatsächlich Phantasmay einfach noch auf der Hand behalten? Ja, ich kann es verstehen. Die Karte ist so Hammer. Ja. Aber guck mal, Impermanence ist jetzt auch noch da. Ja. Aber das ist wahrscheinlich die Karte, die er gerade in seiner Draw-Phase dann auch noch gezogen hat. So, und ich würde sagen, guck mal, es geht einfach weiter mit Angreifen. Ja, macht Sinn. Er will nicht in seine Gazelle gehen, wenn er weiß, dass da eine Rage liegt. Greifen wir erstmal an, baiten wir vielleicht mal eine Rage raus, die dann den Phantasmay wegnehmen könnte. Wenn er den Spinny wegnimmt, dann finde ich das durchaus merkwürdig. Das wäre wirklich sehr merkwürdig. Vor allem, weil er dann auch Gazelle triggern kann. Triggern. Und dann kann er halt immer noch über den Bailings drüber laufen. Okay. Nee, da sind die beiden sich auch einig. Ja. Da muss der Phantasmay geschossen werden. Aber trotzdem ist das jetzt Soft-Combo. Und die Ash wird nichts machen. Dann ist da noch Soft-Combo mit einer Imp und einem weiteren Phantasmay in der Hand. Also Nico. Sieht gut aus für Nico. Nico jetzt ja fast. Ist Nico der einzige von E-Man Games, der jetzt hier noch im Turnier verblieben ist? Ich weiß nicht, ob Christian Thomas rausgeflogen ist. Schauen wir gucken doch nochmal genau auf unseren Turnierbaum hier. Guck du mal auf deiner Seite, ich gucke auf meiner. Ich habe hier keinen Christian Thomas auf jeden Fall. Johannes Franz ist noch drin. Stimmt, Johannes Franz eben auch noch, aber die großen Namen von E-Man Games, die großen drei, Typhoon, Joshua und Jonas, eben alle rausgeflogen. Und das heißt, Nico kann sich jetzt im internen Ranking der E-Mans vielleicht auch nach oben schrauben, indem er sich jetzt hier den Titel des deutschen Meisters dann sichern kann. Nach oben schrauben, klingt auch schön. Ja. Und Stefan nimmt mir zumindest die Angst weg, dass er die ganze Zeit untercallt, Ash aktiviert. Da habe ich immer schreckliche Panik vor, aber es passiert gerade einfach nicht. Und das finde ich super. Das ist wirklich gut. Aber wir sind ja mittlerweile auch in der Top 32 angekommen. Das heißt, beide Spieler wirklich... Da muss ich ganz kurz nochmal was erzählen. Schieß los. Nämlich Jack Werma. Wir haben ja im letzten Spiel gesagt, dass er in Game 1 das Spiel weggeworfen hat. Das ist nicht der Fall gewesen. Tatsächlich konnten wir nicht erkennen, dass es sich um einen Foxy in der einen Situation, ihr erinnert euch vielleicht, um einen vom Friedhof handelte, für den er einen Foxy discardet hat. Das heißt tatsächlich, er hatte noch seine Normalsummen übrig, das hat das ganze Play legitimiert. Das haben wir nicht sehen können. Von daher... Genau, wir sind direkt nach dem Spiel quasi zu ihm hin oder nach dem Interview mit Olli. Und da hat er nochmal gesagt, nee, das hat schon alles seine Richtigkeit gehabt. Ich habe kurz drüber nachgedacht, über das, was Leo eben die ganze Zeit hier schon quasi rausgeschrien hat. Warum bounst du denn den Stelly und nicht? Warum tust du es nicht? Und dann hat er gesagt, ja, habe ich überlegt, war auch mein erster Gedanke. Und dann dachte ich mir, dann kann er einfach normal beschwören und dann geht es einfach trotzdem in die Combo weiter. Und dementsprechend hat er sich dann dagegen entschieden und hat das Spiel zwar verloren, aber auf jeden Fall war sein Gedankengang nachvollziehbar, muss man sagen. So. Jetzt ist natürlich Stefans Situation wirklich, wirklich schlecht. Nico ist jetzt gerade wirklich absolut happy über die Situation. Die tote Ash in der Hand von Stefan. Er denkt sich, warum habe ich dieses Called by the Grave of the Ash aktiviert? Das hat mir zwei Interruptions genommen. Kann ich reden. Ja, die Ash und Called hätten ihn vielleicht noch in eine Position gebracht, in der er mehr gehabt hätte. Er hat halt versucht, ganz schön gierig eine Gazelle zu finden. Aber ich kann es verstehen, ganz ehrlich. Und guck mal, da wollte er sich nochmal angucken, was da von oben kommt. Es war noch eine Ash Blossom. Die lacht ihn an. Wirklich. Aus. Immer die Handtraps, die von oben gezogen werden. Wir kennen es alle, wenn man schon nichts mehr machen kann. Ja. Side-decken, Basti. Schnell, bevor die fertig sind. Ganz, ganz schnell. Gucken wir mal. Stefan, was bringt er uns mit hier? Er wird anfangen, das zweite Spiel. Er hat kaiserliche Befehl und Anti-Spell Fragrance. Das sind wohl eher Karten, die er für das Sky Striker Matchup in seinem Sideboard hat. Von daher wird das nicht viel Order vielleicht, ne? Kann auch immer noch gut gegen Circle verwendet werden und Desires und Pot, habe ich ja gerade gesagt. Und Signet Mining, Cycling. Also Antispell bringt gegen die Sachen alle eher nichts, aber Order ist dann doch immer noch relativ stark. Ist in Ordnung, genau. Dann Evenly Match wird definitiv nicht reinkommen, weil er anfangen wird. Ja. Dann die Longinus-Lanzen quasi in jedem Sideboard zu finden, aber nicht für das Salomon Great Matchup ebenfalls gemacht. Drei Pankratops, auch wenn du first gehst gegen Salomon Great im Mirror Match, definitiv nicht. Was denkst du, Twin Twister, wird er die vielleicht den einen reinpacken, den er dann noch reinpacken kann? Ich glaube aber, dass Nico einfach mehr zu siden hat hier. Er hat drei DD Crow und zwei Enemy Controller, die für dieses Matchup tatsächlich ziemlich nice sind. Enemy Controller mit Flame Buffalo zusammen, das ist eine Kombination, die gefällt auch. Aber ich sehe im Sideboard von Nico keine Superpolymerisation. Das sind nämlich die letzten beiden Karten auf der Sideboard-Liste von Stefan. Er spielt zweimal Superpolymerisation. Anders geschrieben jeweils. Ich finde auch,
Ich glaube, er spielt einfach eine deutsche und eine englische Synchronisation. Und deswegen hat er sie einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch aufgeschrieben. Deswegen sieht es so aus, als würde er zwei verschiedene Karten spielen. Sollte aber beides dieselbe sein, vermute ich mal. Und tatsächlich hat sich Nico dafür entschieden, weder Fusion of Fire noch die Super Polymerization insgesamt zu spielen. Ja, das habe ich auch mal überlegt. Ich bin ja selber ein Salat-Boy. Ich bin ein Salad-Boy, genau. ich finde, dass man dann durchaus mal öfter ins Time kommt und manchmal ist es auch bis auf einen Punkt, an dem du gegen Striker langsamer ein OTK drücken musst, ansonsten wirst du das Grind-Game verlieren. Es ist oft vorgekommen, wenn ich Striker gespielt habe, dass meine Gegner mich kurz getwin-twistert haben. Ich hatte, keine Ahnung, 2 Engages auf der Hand oder ich hätte auch 50 Engages auf der Hand haben können, allerdings wurde ich gerade gefusion auf Fire OTK. Und die Option würde ich tatsächlich nie aus meinem Deck schmeißen. Ich kann aber verstehen, wenn man es tut, die Karte zieht sich manchmal einfach schlecht. Ja. Das ist richtig, aber gerade im Mirror-Match? Ich meine, Mirror-Match ist natürlich extrem gut. Das heißt natürlich aber auch für ihn, dass er dann mehr Platz im Extra-Deck hat, weil er sich ja dann die violette Chimäre einfach sparen kann. Ja, der spielt 2 Birds, Stelio und ein Tornado-Dragon. Der Tornado-Dragon, den Tornado-Dragon als einzigen Vierer-Exit? Nee, natürlich auch. Natürlich Abyss-Dweller. Ja, also der kann ja wohl nicht fehlen. Das ist ja. Das ist mittlerweile ein absolutes Staple. Spinny Gazelle, Silent Mining, Effect Wailer. Interessant. Da wird direkt der Effect Wailer eingesetzt, um auf Gazelle von Stefan zu. Weh. Der hat Sanctuary gezogen und Doppel-Gazelle. Ah. Oh Gott, er hat nicht im geringsten Combo. Eieiei. Na, er hätte ja eine Combo gehabt, aber Wailer hat es komplett gestoppt. Jetzt eben, muss er jetzt das nicht mehr. Hard Draw Reincarnation linken mit dem Sanctuary. Fühlt sich nicht so gut an. Na, Nico denkt sich, der lacht sich gerade tot, ganz ehrlich. Er kann es gar nicht zurückhalten, wenn er das da so sieht. Und das Schöne ist ja auch, wenn du so ein Mirror Match spielst, weißt du ja auch genau eigentlich, was sowas bedeutet. Du siehst, wenn er sowas macht, weißt du, okay, er hat eine schlechte Hand. Ja. Er kann einfach nicht spielen. Vielleicht, wenn du das Deck vom Gegner nicht so genau kennst, dann überlegst du manchmal, okay, was hat das überhaupt zu bedeuten? Oh, er hat Enemy Controller von oben gezogen. Oder es sieht fast so aus, als wäre der Enemy Controller das Silent Mining, was uns hier als Silent Mining verkauft wird. Nee, obwohl, es ist beides da. Und guck dir das an. Er benutzt den Spinny, den er davor normal beschworen hat. Er spielt um Rage Roar rum und das gefällt mir sehr gut. Es muss ja jetzt geroared werden, ne? Es gibt ja gar keine andere Option. Na, geraged. Ja, er schießt den Enemy Controller. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre Roar. Wäre ein bisschen besser gewesen, aber jetzt kommt Silent Mining. Und tatsächlich, doch, Mining ist auch noch da. Ja. Da wurde jetzt quasi die gesamte Hand benutzt, bis auf die eine Gazelle, die da eben noch ist. Und die ist ja absolut entscheidend. Ja, und er sucht sich jetzt wahrscheinlich noch einen Foul. Um dann die Gazelle auch noch zu chainblocken. Wirklich gut. Wir wissen alle, dass die Didi Crow tatsächlich noch ziemlich wehtun wird. Das heißt, das Spiel ist noch nicht vorbei. Er hat auch noch eine Gazelle in der Hand. Ja, da ist auf jeden Fall Comeback-Potenzial. Aber Nico versucht jetzt erstmal auf Raw zu gehen. Worauf denkst du, wird jetzt die Didi Crow gemacht? Auf Spinny, oder? Auf Spinny, natürlich. Auf Spinny. Ja, jetzt wird Baylings kommen. Dann, also wenn er will, kann Baylings kommen. Dann geht er, sucht er sich die Dingenskirchen und Chainblock das mit einem Foul. Chainblock, ja. Das wird jetzt wohl nicht geashen. Es gibt Leute, die schmeißen Handtraps auf Baylings. Du hast mir doch letztens gerade erzählt, dass du so ein Erlebnis hattest, wo du dachtest, okay, Salamon Great mittlerweile ja doch schon eine Weile im Turnier. Zirkus mit dabei. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den Foul gespecialt hätte. Ehrlich gesagt. Er sieht da relativ unglücklich aus. Du kannst jetzt einen Sunlight Wolf machen, der bringt aber auch nicht so wirklich was. Du hättest einfach die Baylings Reincarnation linken können. Oder hat er noch einen. Ich erinnere mich nur an die Roar. Ah, jetzt kann er sie zumindest auf die Hand nehmen. Dann hat er sie nächste Runde wieder im Friedhof. Okay. Was das angeht, ist das natürlich ressourcensparend. Da wird erstmal Roar genommen. Und er hat Roar jetzt halt für Gazelle, ne? Ja. Jetzt kommt es darauf an, was da nachgezogen wird für Stefan. Sieht nach einer Falle aus, das könnte Impermanence sein. Es ist Impermanence. Ich wusste es. Ja, da ist eine Baylings drin, klar. Aber ich bin mir sicher, dass das trotzdem geroared wird. Es ist ja quasi jetzt wie ein Effect Vader, ja? Also es wird Baylings werden. So ist es. Bringt aber nichts. Und guck mal, Nico, er guckt auch herausfordernd herüber zu Stefan. Bring it on. Wirklich. Tu es doch, beschwöre jetzt vielleicht noch ein B-Links, aber besonders viel bringt das nicht. Ja. Und Nico auf der anderen Seite, Stefan auf der anderen Seite. Oh, packt er schon zusammen? Es sieht fast so aus, als würde er sich das gar nicht länger antun wollen jetzt an der Stelle. Aber doch, er lässt es über sich ergehen. Vor allem, er hat ja noch den Spinny im Friedhof, den nächsten. Ja, da ist eben noch ein zweiter. War ja so gut, dass er für seine Meinung auch noch den zweiten Spinny discarden konnte. Ja, und er kann jetzt auch noch den Rage setupen. Also, er hat gleich Raw Rage. Wenn jetzt nicht die Impermanence kommt, dann juckt's auch nicht so wirklich.
er wird gleich Raw Rage haben, außer dem Permanent Sieg. Es gibt viele Situationen, in denen das jetzt nicht passiert, weil er eine Interruption hat, aber ich glaube, das ist Nico im Endeffekt auch relativ Wurst. Rage oder Raw, eins von beiden würde ja auch sollte definitiv reichen. Ja. Das kann ich jetzt auch nachvollziehen. Ja, er will auf den Dweller gehen. Okay. Special den Spinny. Spinny. Spin it on, guys. Und jetzt wird natürlich Mysterio Stelio beschworen. Am Ende soll also, wie du sagst, noch Dweller auch dazu kommen. Ja, interessant, dass er... Um jegliches Comeback-Potenzial wegzunehmen. Da kommt jetzt die Impermanence drauf. Ja, er hat halt den Sunlight Wolf nicht benutzt, was ein bisschen fragwürdig war, weil er hat ja schon eine Gazelle im Friedhof. Er hätte ihn schon vorher nutzen können. Siehst du? Ja, du hast recht. Absolut. Jetzt muss er tatsächlich Reincarnation linken, was jetzt auch nicht der Weltuntergang ist, aber ja, es macht tatsächlich gar nicht so viel Unterschied. Und da ist der Handshake. Die Top 32 sind jetzt schon für das Featured Match gelaufen. Das heißt, es wird eine dicke Mittagspause für uns beide geben, würde ich mal sagen. So könnte man das gestalten. Und aber lass uns doch vorher nochmal in der Post-Match-Analyse ganz kurz über das Spiel reden. Ach, weißt du was? Da bin ich doch dabei. Machen wir es so. Da sind wir schon wieder. Ja, das war nicht besonders viel Yu-Gi-Oh!, was wir hier in den Top 32 zu sehen bekommen haben. Auch nicht so viel Silent Grade, außer von Nico. Einseitig gestaltetes Featured Match. Ja. Nico hat wirklich mit... Die erste Hand war nicht besonders gut. Die zweite dafür ziemlich, ziemlich stark im zweiten halt Spiel. Super Glück durch diese kleine Interaktion, dass er eine Ash auf Foxy geworfen hat und das gecallt wurde und dann nichts aufgedeckt wurde, aber der Phantasma dadurch durchgekommen ist. Das ist ja super witzig gewesen tatsächlich. Halt auch so eine ungewöhnliche Konstellation weil die Ash auf die Foxy ist ja schon eigentlich eher ungewöhnlich. Ja. Aber dadurch, dass einfach Stefan im ersten Zug so gar nichts gemacht hat, war halt klar, da ist nicht besonders viel los auf seiner Hand. Deswegen, okay, schmeißen wir halt direkt die Ash auf den Foxy. Ja, und er wollte unbedingt auf diesen Reincarnation-Link gehen mit Baylinks. Das heißt, er konnte nicht mal um Phantasma herumspielen und hat seine eigene Ash auch noch blockiert. Da kam einiges zusammen dann in der Situation. Und man kann nicht mal sagen, dass das schlecht gespielt war, finde ich. Weil es war halt einfach irgendwie die einzige richtige Option. Und man musste halt beten, dass der Gegner keinen Phantasma hat. Ich bin mir sicher, dass er sich dachte, boah, hoffentlich hat er jetzt keinen Phantasma. Das wäre ja super ärgerlich. Und dann sagte er, Phantasma, zack. Er hatte sogar zwei in der Situation, ne? Ja, stimmt. Dummerweise. Aber trotzdem, ich meine, der Stefan hat vorher gesagt, er hat nicht mal mit gerechnet überhaupt. Er fand sein Deck gar nicht so besonders gut gebaut, hat natürlich nicht damit gerechnet, irgendwie in Richtung Top-Cut zu kommen. Und dann hat er jetzt sogar in der ersten Runde im Top-Cut noch gewonnen, ist also bis in die Top 32 gekommen. Und ich meine, kann sich wirklich nicht beschweren, oder? Beschweren würde ich mich da sowieso nicht. Absolut sogar. Nicht. Der Junge hat alles richtig gemacht, finde ich. Eine super gute Leistung und an der Stelle würde ich ihm auch einmal gratulieren. Definitiv, Stefan. Top 32 auf einer deutschen Meisterschaft. Ja. Weitermachen. Und mal gucken, wie sich in Zukunft das Salamon Great Deck noch entwickeln kann, denke ich. Weil es hat jetzt ja schon ganz schön eine Dominanz gezeigt, auch auf diesem Event wieder. Ja. Wir haben interessante Shifts gesehen in den Deckbuilds. Also teilweise gab es mehrere Fallenkarten. Der Zum Beispiel Stefan beim hat sich Stefan, jetzt, ja. Der hat sich jetzt für Strike entschieden. Ist nicht mein Favorit. Da würde ein gewisser Max von Avers ja jetzt was anderes sagen, der Strike in jedem Deck spielt. Aber ich bin dafür, wenn du schon eine Falle spielst, dann spiel Paleozoic Dynamiscus. Mhm. Die Karte funktioniert super, kann sich unter Sunlight Wolf specialen und eine Karte zu banishen ist teilweise, besonders in diesem Matchup, besser als was zu striken. Ja. Im Endeffekt kannst du Gazelle davon abhalten zu triggern. Du kannst wertvolle Ressourcen rausnehmen, du kannst einen Jaguar rausnehmen, wie wir das im ÖM-Halbfinale gesehen haben. Ein Trend, der jetzt aus dem OCG so langsam herüberschwappt. Genau. Um auf dich auch nochmal zu kommen. Ja, ganz wichtig. Und jetzt tatsächlich dann auf der österreichischen Meisterschaft wirklich am Anfang wirklich reingekommen ist ins Format. Wirklich, die Leute haben es davor einfach nicht gespielt. Aber du siehst es in den OCG-Listen andauernd. Ja, genau. Dynamiscus. Sebastian Nessmann auch zu uns sagte. Wirklich, sein Zitat fand ich ganz passend. Die Leute hier in Europa oder im TCG denken einfach, sie sind so viel cleverer als die Leute im OCG. Aber nein, die Listen im OCG sind einfach gut. Dynamiscus ist eine gute Karte. Ja. Also habe ich sie gespielt. Viele Leute hier auf dem Turnier haben dasselbe getan. Ich bin gespannt, ob wir die nochmal sehen werden heute. Aber jetzt werden wir erstmal den Oliver im Winners-Interview mit dem Nico sehen. Ja, vielen Dank an unser dynamisches Duo. Hier haben wir ihn, den Hühnen, den Nico. Hey, Glückwunsch. Dankeschön. Ja, das könnte nicht besser laufen für dich, haben manche Leute gesagt. Würdest du es auch so unterschreiben? Ja, lief gut. Game 1 haben wir zwar beide gebrickt, aber ich kam halt schneller in meine Plays. Und Game 2, ja, ich hatte irgendwie schon ziemlich gut. Jetzt habe ich hier direkt gehört, das sind mal Kumpels von dir, du stehst auf und sagst, ja, mal gucken, dass ich weiterhin Glück habe, beziehungsweise dein Gegner hat dir viel Glück gewünscht für die restlichen Runden. Auch sehr sportlich von ihm. Und deine Freunde sagen sofort so, nee, hier, das haben wir die ganze Zeit schon gesehen. Ist es so, dass es heute einfach glücklich läuft? Du hast einfach einen Lauf oder woran liegt's?
Beides würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall Glück, aber ich habe auch einen Lauf. Also ich konnte mich wirklich konzentrieren auf die letzten Spiele, konnte fokussiert arbeiten und nicht wirklich viele Missplays machen. Klar, Fehler macht man, aber keine gravierenden. Ja, genau. Und jetzt als jemand, der eben erfahren ist, der auch in so einem Team dabei ist, wo man sich immer wieder austauscht, was machst du jetzt zwischen den Runden, um wieder runterzukommen, damit du auch in die nächste Runde wirklich wieder hoch konzentriert gehst? Mit meinen Jungs erstmal eine rauchen. Okay, ja, okay. Und dann bis dann erzählen, wie das Spiel so lief, wenn sie es nicht gesehen haben. Und ja, einfach aufs nächste Spiel vorbereiten. Ne? Okay. Das funktioniert ganz gut. Ja, cool. Und wie ist es jetzt für dich? Vor dem Turnier hast du gesagt, du warst nicht so top vorbereitet. Jetzt bist du schon so weit gekommen. Ist dann irgendwann mal die Stelle erreicht, wo du sagst, okay, jetzt muss ich hier mal mein Ziel auch neu definieren und sagen, für mich geht es jetzt um den Titel hier. Ich muss jetzt unbedingt den Titel holen. Ja, letztes Jahr bin ich auch in der DM Top 16 gekommen. Mhm. Mein Ziel ist es, diesmal mindestens eine Runde weiterzukommen. Das wäre mein persönliches Ziel. Und wenn ich dann so weit bin, dann können wir nochmal über Weiteres sprechen. Okay, also einfach immer schön Steigerung, Steigerung, Steigerung. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber das finde ich cool, dass du dir dann auch sagst, ich nehme mir hier die Zeit. Ja, cool. Dann vielen Dank an dich auf jeden Fall. Dankeschön. Vielleicht nochmal so kurz, aus welcher Gegend kommst du, mit welchen Leuten spielst du immer so? Ich komme aus der Gegend, also Sandhausen, ist in der Nähe von Karlsruhe. Ganzen E-Man-Member, mit denen ich teste, hier meine Freunde Solai, Nils, Noah, Levin, die gerade hier am Rand stehen. Ja, die waren ab und zu bei mir, werden ein bisschen getestet. Das ist eine kleine oder feine Community? Ja, auf jeden Fall. Und die sind auch alle gut. Also ich kann schon sagen, dass Sandhausen echt gute Spieler hat. Okay, na, dann ist die Herausforderung hier an den Rest von Deutschland. Sandhausen sagt, sie haben einige der feinsten Spieler und einer ist auf jeden Fall in den Top 16. Insofern machst du da einen sehr starken Case quasi für euch. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Viel Glück weiterhin. Danke. Wir haben noch ein, zwei Spiele, die laufen. Wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht eine Runde Minigames spielen können. Kann ich euch leider nicht versprechen, aber in jedem Fall geht es gleich wieder weiter. Wir haben auch noch coole Interviews, zum Beispiel auch mit Joshua Schmidt, der jetzt bei den Top 64 raus ist, aber nochmal über das ganze Turnier gesprochen hat. Das heißt, geht nirgendwo hin, bleibt einfach dran. Gleich geht es weiter mit der Coverage von der Deutschen Meisterschaft 2019.